So, und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Part von Tomb Raider. Und ja, wie ihr seht, wie ihr auch hört, begrüße ich euch. Denn das Problem ist, dass ich bis vor kurzem eine Aufnahme hatte, beziehungsweise eine 2-Stunden-Aufnahme sogar noch, für die nächsten Parts. Und ja, ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, frag mich nicht. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ich weiß nicht, ich habe sie eigentlich nicht gelöscht. Aufnahme war aber auf jeden Fall da, weil ich sie kurz darauf noch gesehen habe. Keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall ist sie fort und das Problem dabei war, dass ich eben schon irgendwie ein 2 Level weiter war. Aber gar kein Problem. Ich habe ein Backup von meinen vorherigen Daten gemacht, die halt auf meinem PC hier gespeichert und mir aus dem Internet nochmal einen Spielstand geholt für die verlorenen Level. Und sobald ich dann eben diese verlorenen Level nachgespielt habe, ja, werde ich einfach meine alten Daten wieder einsetzen und gut ist. So, jetzt aber wieder erstmal hier ins Spiel, denn wir sind gerade hier unten an diesem Wrack angekommen, da wir gerade ja vom Mönch ein paar Informationen erfahren haben. Und der liebe Marco Bartoli, wie gesagt, auch nicht so ein netter Mensch ist. Aber gut. Wollen wir doch mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Deswegen kann es sein, dass ich ein paar Sachen nicht mehr so gut weiß. Ich meine, es ging hier, oder? Ja, doch. Okay. So, was haben wir denn hier? Ist ein Schalter, alles klar. So, mal schauen, was dieser Schalter bringt. Da hat sich wohl irgendwas am Wasser geändert. Entweder mehr oder weniger. Es sieht nach weniger aus, alles klar. Es sieht nach deutlich weniger aus. Gut, gut. So. Dann können wir jetzt nach da oben klettern. Mal so, wenn sie keine Lust haben, nochmal hoch zu gehen. Okay, und dann so. Und einmal so. Wunderbar. So, ich speichere auch direkt mal. Wie gesagt, ihr seht jetzt hier, es ist alles leer. Ich glaube, den alten Slot habe ich sogar noch hinten drin. Ja, hier unten habe ich ihn sogar noch drin. Den werden wir aber später, ich habe ihn wie gesagt noch gebackupt, also falls irgendwas passiert, habe ich ihn immer noch sicher. So, da vorne liegt ein Secret, das holen wir uns natürlich gerne, aber das findet die anderen hier nicht so nett, deswegen schnell das Secret grabben und dann einmal tschö. So, direkt mal ein kleines Medipack hier nehmen. Ich könnte natürlich direkt einfach mit dem Pack hier, also mit diesem Speicherstand hier weiterspielen, aber wie ihr seht, sind natürlich hier deutlich mehr Munition und Medipacks und so weiter vorhanden. Deswegen nicht wundern. Und ich fände es halt ein bisschen blöd, wenn ich nicht mit meinen Daten weiterspielen würde, sondern mit irgendjemandem, der doch eben deutlich besser gespielt hat. Oder deutlich mehr gesparter, sagen wir mal. So. Deswegen sind es eben, dann werde ich eben damit wechseln. Wieder sobald ich da bin. Okay. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal hier schon gehangen habe. Ich weiß gerade echt nicht. Hi. Du bist ja nicht da. Schön, dass du da bist. War aber auch schön, dass du wieder gegangen bist. Du hast ein paar nette Harpunenpfeile fallen lassen. Das ist super freundlich von dir. Die nehme ich gerne mit. So. Wo
Wo geht es lang? Hm. Ich glaube, es geht, ich glaube, das kann man so machen, oder? Ich habe gerade echt keine Ahnung mehr, aber ich glaube, es ging so ungefähr. Ja, doch, es ging so alles gut. Alles gut. Auch wenn ich mir echt nicht vorstellen möchte, in ihrem Aufzug eben da so lang zu torkeln. So mit Barfuß über irgendwelche alten Holzplatten rutschen. Ja, es könnte schmerzhaft werden. So ein bisschen. So, erkunden wir doch mal hier unten das Stückchen. Ich höre Feuer. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ja, da müssen wir anscheinend gleich durch. Ansonsten wäre da kein Feuer. Denn da, wo Fallen sind, ist immer richtig. So, was haben wir hier? Ist eine geschlossene Tür, alles klar. Dann ignorieren wir das. So. Wo geht's hier lang? Ah, hier, guck mal, hier haben wir noch ein Fenster. Und da draußen sehen wir schon das Smaragd-Secret rumliegen. Das ist natürlich ganz nett. Ja, da zeigt uns die Kamera auch nochmal, dass es nach draußen geht. Hier ist eine verschlossene Tür. Und da geht's aber auch wieder rein. Oh Gott, diese Dinger hier sind echt. Ah, nervig. Okay, hier ist dann, glaube ich, einfach nur eine Abkürzung. Und da kamen wir her. Ah, das ist ein Schalter. Den habe ich. Den übersehe ich immer wieder. Der ist einfach so unscheinlich. So. Ich wette darum, dass dieser Schalter irgendeine Tür geöffnet hat. Entweder die rechts oder die da vorne, also die hier links. Ich hoffe mal, dass dies die jetzt rechts ist, weil sonst renne ich nämlich umsonst hier hin. Und es ist. Nicht hier gewesen, das war so klar. Das ist typisch mein Glück. Da habe ich irgendwie eine Flamme hier ausgeschaltet. Nee. Da ist echt einfach nur die Tür vorne aufgegangen. Das ist einfach. Wieso einfach, wenn es kompliziert geht? Nein, auch nicht. Was hat denn dieser Schalter gebraucht? Hat dieser Schalter überhaupt irgendwas gebraucht? Hallo? Und hier ist echt nichts aufgegangen. Nee. Okay. Ich glaube, da sieht man wieder, dass ich so ein bisschen nicht mehr alles im Kopf habe, wie es war. Denn ich habe gerade ernsthaft gesagt, genau. Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber darum geht es ja auch im Spiel. Ein bisschen zu erforschen. Ich gucke nochmal, ob ich den Schalter nochmal deaktivieren und wieder aktivieren kann, beziehungsweise was, ob das irgendeine Auswirkung hat. Wie? Habe ich den Schalter nicht aktiviert? Das wäre ein bisschen peinlich. Ich sag mal dazu gar nichts. Ich hoffe, ich habe den Schalter aktiviert und es hat einfach nur irgendwie. Weiß ich nicht. Ich hab doch gerade Steuerung gedrückt, oder bin ich jetzt blöd? Anscheinend habe ich nicht Steuerung gedrückt, oder? Ja, keine Ahnung. Die Tür geht auf jeden Fall auch nicht auf. Oder es ist zeitgesteuert. Das könnte natürlich auch sein. Das wäre natürlich durchaus möglich. Hier ist nix. Wahrscheinlich ist von der Tür jetzt auch nicht offen, oder? Und es ist echt zeitgesteuert. Dann kann ich wenigstens beweisen, dass ich nicht bescheuert bin. Und hier geht's hoch. Ist hier denn irgendwas? Ach, guck mal, noch ein Schalter. Sehr gut. Ah, was geht denn da für eine Tür auf? Aber was bringt mir denn dann die Tür hier vorne? Der Schalter hier vorne.
Ist der vielleicht wieder Secret draußen? Och, ich hasse es. Ja, der ist zeitgesteuert, alles klar. Und ich wette, der ist hier für hier links. Ach, guck mal. Wo geht's denn da hin? Geheime Tür in der Wand. Das ist natürlich interessant. Das hat sich auch noch gereimt. Wunderbar. Ah, wunderschön. Gleich 15 Fische, die mich umbringen wollen. Aber wenigstens habe ich das Sequel. Und ein Hai, das ist eigentlich auch gut. So, ich hoffe, die erwischen mich alle nicht. Und ich schwimme direkt dem Hai ins Maul. Das war so eine unfassbare, tolle Sache. Lass mich in Ruhe. So, und direkt wieder nach drinnen. Sehr schön. Da haben wir das Secret auch abgefrühstückt. Und müssen uns darum keine Sorgen mehr machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal gefunden habe. Ich meine, das war sogar ein Secret, was ich echt übersehen, ein bisschen, was ich nicht übersehen habe, sondern wo ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich drankomme, weil ich den Shuttle davon nicht gesehen habe. Ich glaube, ich bin hier zurückgerannt und habe dann direkt hier unten den Eingang gesehen und den Schalter für die Tür da hinten aktiviert. Wenn ich mich nicht irre. Es könnte sein, dass ich das Tor gefunden habe, aber ich meine, dass ich das gerade nicht gefunden hatte. Ich hatte in diesem Level hier alle Secrets, nur eben das Grüne nicht, beziehungsweise das Maragd nicht. Und das war natürlich ein bisschen frustrierend. Also das eigentlich Einfachste nicht zu bekommen. So, hier sind die Flammen wieder, die mir wieder ein bisschen Angst machen, weil ich immer noch Angst habe, dass es zeitgesteuert ist. Ich weiß nicht, ob es zeitgesteuert ist. Beim letzten Mal hatte ich schon genauso viel Angst, wie ich jetzt Angst habe, deswegen speichere ich auch nochmal vorher, damit ja echt nichts schief geht. So, und dann direkt hin, Schalter aktivieren und wieder raus hier. Wunderbar. Einmal nach da hinten und durch die Tür, die wir gerade geöffnet haben. Nicht hier hoch. Was war das? Was ist denn jetzt gerade für eine Tür zugegangen? Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Oder das Feuer ist wieder angegangen. Das könnte natürlich auch sein. Jo, es ist natürlich. Das habe ich auch anders erwartet. Es ist echt zeitgesteuert. Oh, ich könnte heulen. Das ist ganz schlimm. Zeitgesteuerte Sachen sind immer so eine Sache. Das war, glaube ich, ein langer Weg, den hätte ich jetzt nicht gehen dürfen. Naja. Ich glaube, ich mache das mal anders. Gehe nochmal kurz zurück. Stell mich mal vor den Schalter und speichere dort mal. Und dann aktiviere ich ihn nochmal von vorne. Beziehungsweise deaktiviere ihn kurz, dann speichere ich ihn und dann aktiviere ich ihn wieder. Na. Ach, man kann ihn nicht deaktivieren, alles klar. Da habe ich nichts gesagt. Jetzt kann man den wieder aktivieren, alles klar. So. Denn der scheint nämlich doch deutlich länger durchzuhalten. Alles klar. Kamera zeigt mir schön. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil mir dadurch Zeit verloren geht. Aber was soll man machen? So, jetzt gibt nämlich die Abkürzung. Die ist ja extra dafür da. Bitte eigentlich nicht. Das war so klar. Das hätte ich mir eigentlich denken können, dass sie sich da dran hängt. Und die Ecke nimmt sich ja auch noch schön mit. So. Schnell, 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 schnell. Na, hoffentlich schreibe ich nicht. Alles klar. Überlebt, sehr schön. So muss das. Wunderbar. Perfekt. So, dann können wir nämlich direkt einmal gucken, wo geht's denn hier hin? Hier geht's einfach nur gerade runter, alles klar, dann goodbye. Hallo? Geh weg, du Mistvieh. Ach, an ihr, genau, den Raum erinnere ich mich sogar noch.
Und zwar war nämlich hier irgendwo so ein richtig blöder Schalter versteckt an der Wand. Ich habe ihn einfach dreimal genau hier, da, direkt hier ist er einfach. Und ich habe ihn einfach immer wieder übersehen, weil er sich einfach so perfekt an die Umgebung anpasst. Und dann geht dort unten einmal so eine kleine Klappe auf. Na, wirst du mich durchlassen? Ich weiß gar nicht, ob die Klappe zeitgesteuert ist. Ich gehe einfach mal schnell durch. Ach ja, genau, das war die Klappe. So, einmal bitte kurz hier raus. Da war das Gold Secret. Das sollte ich mir vielleicht auch mal kurz holen. Moment, ich gehe mal kurz erst Luft holen. Sonst sterbe ich hier gleich. So. Keine Sorge, das hole ich mir natürlich trotzdem noch. So. Es ist eigentlich gar nicht so schwer versteckt. Und es gibt natürlich auch ein paar Pfeile dazu. Ist natürlich ärgerlich, wenn ich wirklich jetzt im anderen Spielstand den Smaragddrachen übersehen bzw. nicht bekommen habe. Jetzt alle drei zu haben und dann im späteren, also weil ich das Level erreicht habe, das Ganze wieder zu verlieren. Das ist natürlich dann nicht so cool, aber es gibt Schlimmeres, als ein paar Secrets nicht zu haben. Solange ich dadurch keinen schrecklichen Nachteil habe, bin ich zufrieden. Gefährliche Musik. Da ist immer so ein Zeichen. Für anscheinend nichts. Aber ich mag die Musik, die ist cool. Ja, das ist so eine mystische und gleichzeitig irgendwie auch gefährliche Musik. Das gefällt mir. Das ist typisch Tomb Raider-Style. Wie erinnert mich diese Musik hier richtig krass gerade so ein bisschen an Tomb Raider 4. Also wenn ich so die Musik höre, habe ich direkt so diese Kamerafahrt vom Hauptmenü von Tomb Raider 4 im Kopf, so durch die Pyramiden. Ach ja. Schön, schön. So. Alles klar. Ich glaube, hier bin ich einfach beim letzten Mal schon 10-mal raufgegangen und bin nur festzustellen, dass ich dann auch nicht sein muss. Oder was auf der Seite? Auf irgendeiner Seite musste ich auf jeden Fall noch nicht sein, weil es da irgendwo ein tiefes Loch reingeht, was ich noch längst nicht betreten konnte, aber gut. So, wie komme ich da hoch? Ah, so, okay. Was, die Seite hier, wo ich nicht rauf durfte? Wahrscheinlich, einfach nur, weil ich jetzt ins Erste gegangen bin. Ja, das ist die Seite, das kann. Ich kann es auch gerne mal zeigen. Denn ich glaube, da möchten wir noch nicht runter. Das könnte ein bisschen in die Hose gehen. So. Gott. Okay, dann gehen wir runter. Und schauen uns nochmal da drüben um. Denn hier gibt es natürlich auch einen Weg und hier ist eine Kiste. Sehr schön. Kisten sind immer tolle Sachen. So, ich glaube, das müsste jetzt eigentlich mit dem hier reichen. Oder muss noch einer weiter? Ne, passt, sehr schön. Ich weiß nicht, ob da was hinter liegt. Nö, alles klar. Dann können wir hier direkt hoch. Und einmal den Schalter aktivieren. Oh, hups. Sorry. Das tut mir unfassbar leid. Ich habe ein bisschen was kaputt gemacht, anscheinend. So. Aber wir können jetzt wieder hier hoch. Beziehungsweise können wir uns auch mal auf die andere Seite bewegen. Wenn ich den Sprung irgendwie hinbekomme. Moment. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, ob jetzt hierher kam oder von links.
Ich glaube, wir kamen mal von links, deswegen werde ich mir hier die Seite einmal untersuchen. Wir werden es ja, glaube ich, gleich erfahren, wo ich herkam. Ist das zu steil? Nee, geht, alles klar. So. Hoppa. Alles klar. Perfekt. Es scheint doch die richtige Seite zu sein. Jo, da ist ein Schalter. Das ist gut. Alles klar. Damit haben wir, glaube ich, gerade mal ein bisschen Wasser da reinfließen lassen, wo wir vorher noch nicht hin konnten. Dann wollen wir doch mal schauen.